Es ist an der Zeit, meinen treuen Helfern von damals den Staub abzuwischen. Seit 20 Jahren habe ich meine Schießeisen nicht mehr in den Händen gehalten. Wie oft sind sie zum Einsatz gekommen? Egal. Dieses Mal sind sie nicht das Werkzeug des Teufels. Dieses Mal werden wir von der Herrlichkeit Gottes geführt. Was gibt's, Reverend? Ich werde Billy suchen. Du bist nicht das Gesetz, Ray. Überlasse diese Aufgabe den Gesetzeshütern. Ich stehe für das höchste Gesetz, das Gericht Gottes. Ray, hör mir doch zu. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den 7 Engeln: Gehet hin und gießet aus die Schalen des Zorns Gottes auf die Erde. Du bist verrückt geworden. Du wirst nirgendwo hingehen. Gib mir bitte deine Waffe. Richtig so. Sperren ein, Tim. Der Kerl ist eine Bedrohung für alle. Genug! Ihr wandert alle hinter Gitter, wenn ihr nicht sofort euren Mund haltet. Händige mir deine Waffen aus, McCall. Nein! Oh mein Gott, sie haben Tim erschossen! Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Totschläger und die Abgöttischen und alle, die lieb haben und tun die Lüge. Erledigt. Was nun, Padre?